Irgendwie ist die ganze Party nur so eine Goldröhrenparty jetzt geworden. Ja, war eine hat. Kann man auch damit flexen. Nämlich. Da steht. Hell! Ich bin Torsat! Ah! Oh Gott, nein. Was? Hör auf damit. So, und wo kommt der nächste? Ah, ich dachte gerade bei dir da unten, aber nö. Ne. Und das ist ein Häschen, jetzt ist das ein Hoppelhase! Das ist ein Weilchen auf der Karte. Da ist auch ein weißes Häschen, da ist den Kuh. Das ist blau. Nee, ich weiß. Der blau. Nein. Wir wollen mich schon wieder unseren alten Streit wieder hoch aufleben lassen. Ich gönne mir einen Stern und zwar. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du die größte Gefahr bist, aber du hast eh schon den Wald und musst dich dazu nötigen, hier mitzumachen, also. Schatzi, Schatzi, schenk mir einen Stern. Und ein Foto von Rosalina wäre aber auch nicht verkehrt, also. Lecker, Gamsen. Dankeschön, Luigi. Alles gut? Ja. Du siehst nicht so begeistert aus. Obwohl, ich mag jetzt nicht zu viel deuten, aber vielleicht kriegst du den Stern ja doch. Ich meine, das ist ja jeden Weg runter, wenn du richtig gut würfelst. Oh, 20 Minuten sind ganz schön. Was musst du denn haben? 20. Ist machbar. Wäre ein Versuch wert. Ist machbar. 20 ist auf jeden Fall. Kann man schaffen. Fängt gut an. Ja. Nee. Drei zu wenig. Schade. Aber war ein guter Versuch. 20 ist machbar. Also alles, was wenn es. Also mit. Nee, bleiben. Du schaffst schon über mit zwei, du schaffst schon über. Mit drei Verwirbel über 20 ist gut machbar. Ja, nimm die Goldröhre. Hatte ich auch vor. Gib mal her das Ding. Du hast so viel Cash. Ja. Gib ran den Scheiß. Dann hat sich's ja doch ein bisschen gelohnt, wenigstens. Ja, kann ich mir jetzt nicht mehr Gold drücken. Und jo! Also, jetzt müsstest du, glaube ich, den Münzstern wirklich safe haben. Jetzt habe ich gerade das ganze Cash wieder drin und habe sogar noch Plus gemacht. Ich glaube, Schatz, jetzt hast du den Münzstern wirklich safe. Hat sich trotzdem gelohnt. Goldröhre und ich habe das Geld drin und um noch sogar Gewinn gemacht. Ich glaube, jetzt hast du dir auch den Münzstern abgesichert. Mhm. Ich glaube, eigene Stirn können die vielleicht auch bekommen. Minispiel, keine Ahnung. Ereignis doch, Ereignis auch. Ja, aber auf dem Minispielstern würde ich mich nicht drauf versteifen. Oh nein, die Popo-Pause! Scheiße, das auch. Oh Gott, warum bin ich nicht als erstes dran? Ich dachte, weil ich erst. Ist das nicht früher eigentlich Bowser Kablam oder irgendwie so? Oder Kabum oder so? Weiß nicht. Ich meine, dass es früher anders hieß. Ja, ein bisschen billig, direkt in der ersten Runde rauszufliegen. Also direkt. Eins mal. Ja, ich bin nicht so billig. Ich hab Würde. Schwierig. Ich wäre tatsächlich fast lieber als letzter dran. Ja. Das ist jetzt nur eine 50-50 Chance. Also geht's ja auch jetzt mal. Warum fliegst du nicht raus? Du hast doch eh schon so viel Cash. Brauchst du doch nicht. Okay, der Gelbe. Ich will noch meine Revanche übrigens haben mit dir hier. Als wir zusammen gespielt haben, ey. Drei Durchgänge haben wir gebraucht, bis einer von uns weggeflogen ist. Na toll. Das ist trotzdem nochmal der Gelbe gewesen. Ich wollte nämlich eventuell auch nicht, weil meistens ist es manchmal nicht so, dass es der. Also entweder ist das Spiel jetzt wirklich hardcore unterwegs, oder? Also das wird jetzt wohl kaum nochmal der Gelbe sein, sonst wäre der Schalter ja verflucht, ey. Alter, mach's halt noch spannender. Drei Meter wäre schon hardcore anders. Ja. Das meinst du, ich hab immer gehört, das meistens nie. Bitte nicht. Ich glaube safe. Ich kann nur die Reaktion von Yoshi verstehen, so geht's mir auch jedes Mal. Boah!
So, jetzt haben wir mal, dass Luigi kein Geräusch macht. Keine Doch, Ahnung. Er macht Ho, glaube ich. Also, habe ich nicht. Oh, jo, wieso? Keine Ahnung. Das ist immer so leise. Gut, ich habe auch noch einen drin. Ich doch auch. Als ob! Ja, für Yoshi will ich das immer mehr. Scheiße. Ich hasse das Game! War früher tatsächlich eins meiner liebsten Minispiele, auf dem Kampf-Minispiel. Ja, ich mag es ja auch, aber ich hab bisher so jedes Mal gegen dich darin verloren. Kampf-Minispiel war ich immer froh oder so, wenn das dran kam. Ich mag es gern, aber ich habe bisher immer jedes Mal gegen dich darin verloren, wenn wir gespielt hatten. Shoot. Ja, interessiert doch eh keine Sau. So, noch 5 Runden an. Luigi! Yoshi, mit dem fetten Cash? Wo hast du Fisch da gut eingeklaut? Ich wollte gerade sagen, wo hast du bestimmt für Sterne, ja? Mit Skill und Diebstählen. Also, ich sag ja, Rosalina gewinnt. Die hat so viele Items gehortet. Komm. Goldröhre. Nee, nur 20 Münzen, ey! Ey, das ist ja voll. Weißt du, das würde für mich so die Hardcore-Verarsche sein, schlechthin. Das wäre fast selbst eine Hundepfeife noch besser gewesen. Ja. Was soll ich mit 20 Münzen? Wie kann ich auch auf ein Minispiel gewinnen oder auf ein Glücksfeld bekommen? Ich hätte tatsächlich hier gedacht, nimmst du Hundepfeife, weil ich kurz davor bin. Ja gut, du hast Post aber auch nicht allzu weit. Was? Alter, so hat Kuh verarscht, ey. Wie viel hat noch übrig? 3, glaube ich, ne? Ein böses Feld. Ich habe echt, das echt die. Ich muss nur jetzt. Ach nee, scheiße, komm auf die Bank. Der bringt mir aber nichts. Hä? Achso, ich komme aufs Glücksfeld. Sag mal, wie hat Korb ich mich denn verzählt? Ich wundere mich gerade schon, warum muss ich, wenn ich drauf lande, Geld bezahlen? Das Beste wäre es für dich gewesen, Stern für die Hälfte. Naja, 15 Münzen ist jetzt auch ganz nice. Ist die Frage, versuche ich so zu würfeln oder. Aber oh, scheiße, sie hat ja auch ein. Der war nicht. Ist die blöd? Warum? Die hätte den Stern gehabt! Ja, du musst lachen! Toll, die wollte sich mit duellieren, die blöde Kuh. Ich hätte lieber den Stern bevorzugt, gebe ich ganz ehrlich zu. Warum will ich ein Duell? Ja! Du Schlampe! Alter, du Barry, du Tap. What the fuck, Alter, was soll denn das? Seh's positiv, du kannst immer noch gewinnen. Also, du kannst immer noch. Ja! 200, Jesus Christ. Fuck you! Alter! Das schaffst du ohne Probleme. Darauf hat sie abgesehen. Ich will mein Cash. Schatz, du hast Glück. Das schaffst du ohne Probleme. Das ist so einfach, das Minigame. Ja, als Papa und Felix haben wir wirklich geschafft gehabt, sich wirklich von jedem Scheiß treffen zu lassen. Ich habe es in Mario Party 6 so oft gespielt gehabt. Ich weiß, du hast Mario Party 6 nicht so oft gehabt, aber das ist wirklich einfach. Da stellen die Computer sich meistens so doof an. Das schaffst du. Der muss am besten auch mal ein bisschen zurückrudern einfach. Ja. Und du bewegst dich ja auch alleine fort. Oh, Rosalina ist ein bisschen bei Vorteil sonst. Warum ist sie weiter vorne als ich? Weiß nicht, aber... Lässt sich irgendwie von nichts treffen gerade. Scheiße. Ja, ich mein, obwohl... So, oh Mann, das ist aber manchmal auch voll eng, ey. Ja, früher musst du nur so ganz leicht. Heute ist es ein bisschen überempfindlich. Ja, scheiße, die gewinnt das wahrscheinlich noch. Ja. Was soll ich denn machen? Das war gerade viel zu eng. Wie soll ich denn da durchkommen? Nee, wie gewinnt das? Ja, was soll ich in manchen Passagen machen? Das ist viel zu überempfindlich, die Scheiße. Früher war es gefühlt so, da musstest du wirklich vorsichtig lenken. Also dich wirklich da durchsliden. Hey, und jetzt ist es sehr überempfindlich geworden. 200 Münzen, leck mich am Arsch. Naja, du hast zum Glück noch genug Münzen, um dir den Stern zu holen. Ja, aber trotzdem, jetzt kann so sein, wenn nichts mit Münzen, dass die denn jetzt bekommt. Das kann sein. Und sie kriegen nochmal 5.
Ich habe das Minispiel dann nie gehabt, dann mit der überempfindlichen Steuerung. Normalerweise ist es, also früher war es wirklich einfacher. Ich würde jetzt, guck mal, drei. Komm, nimm den Glückszahlwürfel. Ja, das ist aber auch unfair. Manche Stellen, die sind so schmal. Wie soll ich da durchkommen bei der überempfindlichen Steuerung? Guck auf Spielbrett. Du brauchst mal 19 3 zum Stern, dann kannst ja gucken, ob du irgendwo vielleicht auf was landen willst. Also, eine 4 ist schlecht, eine 5 bringt nichts, 6. Moment, 3 ist ja 4, 5. Achso, Moment, das ist nur eine 4. Dann weiter. 5, 6, 7, 8. Ich würde die 9 nehmen. Ja. Ja, trotzdem, ey. Das ist ja voll unfair. Ich habe das Minispiel nie gespielt. Da muss ich es gleich auch noch mit diesem scheiß überempfindlichen Steuerung spielen. Es ist aber ein machbares Minispiel gewesen. Ja, aber also kann. Nicht, wenn jetzt. Es war jetzt kein. Der Spalt so schmal, da kommst du ja kaum durch. Es ist jetzt kein super schweres Minispiel gewesen. Also, das kann man mal schaffen. Ja, trotzdem, ey. Wenn du so viel Geld gibst, das ist scheiße. Ja. Ich spiele meistens nur so, keine Ahnung, maximal 10 Münzen, weil ich mir denke, wenn ich da verliere, drauf geschissen. Mhm. Wenn ich das habe, sage ich mal, gegen Computer, dann mache ich mir so ein, zwei Münzen, dann denke ich mir so, wer da dann gewinnt, ist scheißegal. Ja. Auf das Geld kann ich dann pupsen. Pups. Ja, die muss ja gleich so hardcore abgehen, ey. Dass sie gleich aufs Ganze geht. Naja, kriegst du mir ein bisschen Münzen wieder. Ja, trotzdem. Münzen kann ich wahrscheinlich jetzt abschminken. Und was macht er jetzt? Mann, ey. Das war jetzt aber auch Hardcore-Verarsche. Toll. Warum? Also die Computer sind zu blöd, um den Glücksheimwürfel auszusuchen. Das muss man ja wirklich ehrlich sagen. Wie kriegen die sich geschissen gerade? Wo soll ich natürlich mehr aussehen? Ja, ich hab nicht mal, wusste nicht, dass sie uns gerechnet auf das Feld kommen, wo ich rauf will. Ein Duell auszulösen. Ich hätte mir lieber den Stern geholt gehabt. Scheiße von der Münzen. Bin ich ganz ehrlich. Hm. Ah, scheiße, ich hab was für ordentlich Patzer gemacht. Weiter. Ja, ich habe. War ich früher irgendwie besser. Ich auch. Habe ich irgendwie öfters gewonnen. Aber ich war gerade nicht so gut. So, was mache ich denn jetzt? Boah, Rosalina ist böse als CPU. Mm. Die ist auch noch schlimmer als Peach. Die war früher das pure Böse. Mm. Hat sich wirklich jeden Stern vor dir weggekrallt, die Alte. Ich bin ja froh, dass ich mir nur eine Goldrohre gekauft habe, damit ich noch genug Geld für einen Stern habe. Oh. Ich bin auch im Überlegen, die bei mir jetzt in der Runde auch direkt einzusetzen, dass ich mir jetzt noch einen kriege. Weil ich jetzt nicht mal weiß, wie es mit den Bonusstellen aussieht, mir wenigstens so noch einen Vorsprung aufzubauen. Ja. Ja, verstehe. Den einzigen, den ich jetzt bis jetzt vielleicht jetzt noch kriegen könnte, wäre Ereignisstern. Bei den anderen keine Ahnung. Kann sein, dass Rosaline jetzt den Münzstern versaut hat durch die Aktion. Das kann sein. Eigenen Stern hast du aber ziemlich safe. Minispielstern könnte eh vielleicht sein. Ja. Aber Eigenes hast du auf jeden Fall safe, da bin ich mir sicher. Ja, ich käme da jetzt auch gerade gar nicht hin. Ja, Bowser gehe ich ganz sicher nicht. Ich würde ihn gerade eh nicht bekommen, weil die Pfeile nicht mitspielen. Ja. Jetzt zeigen wir auch genau in die falsche Richtung. Ah, nur 7 Münzen. Keine gute. Wenn die Pfeile anders wären, dann hätte ich vielleicht eine Sohn gekriegt. Also bin ich eigentlich im Prinzip gezwungen, die einzusetzen. Ja, die beiden können sich über die Kuppe einschlagen. Ja, aber bei weißt du jetzt nur, ja, 15 Münzen. Hallo, aber was gehst du denn auf? Du kannst nur so viele Münzen setzen, wie der erwartet. Der hat keinen, der hat nicht mehr als 15. Ja, trotzdem, ist unfair. Also, wenn sie so, also ich glaube, diesen Münzstern. Die kriegt ja auf jeden Fall einen Münzstern. Ja. Was ist los mit der Frau, ey? Kann die mal auf uns Geld zuwarten? Boah, du musst halt überlegen. Ja, neuen Fragezeichen. Kriegt doch eh den. Du kriegst den Stern ja eh nicht, das ist wohl wahr. Oder du bist am Überlegen,
Niemand aus. Gut, eigentlich kann keiner sich den Stern jetzt gerade holen, ne? Oder du bist mal überlegen, du gehst nochmal vorher bei Toad vorbei und holst ihm noch einen Dreifachwürfel und dann in die nächste Runde ist zuerst den Dings ein. Gerade keiner eine Gold. Gut, Donkey Kong hat zwar einen, aber der hat keinen Cash dafür. Der hat 0 Münzen gerade. Kannst du auch überlegen, ob du noch vorher lieber den Item absichern tust. Ja, nicht, dass ich dann nochmals dummes, irgendwas dummes komme, nicht wieder mein ganzes Geld verliere, keine Ahnung. Musst du wissen, was hier sicherer ist. Kannst natürlich auch sofort hier schon den Stern saven, dann hast du ihn. Ich meine, ich lieber den Stern saven. Okay. Keine Ahnung, lass dich nachher nochmal irgendwas dummes vorhaben. Ich hab auch keinen Bock drauf. Yoshi, da bist du wieder. Ich setze ja auch noch voll auf ein Duell mit mir aus. Nicht verliere das dann, dann kann ich mir das rechten Stern nicht mehr holen. Kann alles sein, ne? Ich habe nur eine Pfeife, weil ich glaube. Ich wollte es von Anfang an, will lieber nicht noch holen, dass ich mir jetzt noch einen holen kann. Ach, da oben ganz. Ach du Schande. Da kriegt, ich glaube, den kriegt keiner mehr ohne Röhre. Nee, den kriegt keiner mehr ohne Röhre. So, jetzt bist du auch gleich ein Pleitegeier. Es sei denn. Hm. Ich wollte gerade sagen, wenn er die jetzt eintritt, ist es dumm, weil er kann sich eh nicht leisten. Nee. So, die verschwinden, Donkey Kong, du hast kein Geld! Das wäre die dümmste Aktion, die er jetzt hätte bringen können. Das wäre richtig lost, selbst für einen Computer. Ja. Willy Blaster. Oh, ist das, oh, das Spiel, was nee. Ich. Ja! Nein. Bam! Ey, hör auf mich abzuballern! Ich war da letztens irgendwie als erstes raus, glaube ich. Ich mag das Minispiel nicht. Ich glaube, meine Mutter fand das ganz lustig. Ich mag's. Ey, was? Warum hat das nicht Donkey Kong getroffen? Ich treffe mal nix. Ich zieh immer daneben. Ich hasse das. Früher war die Hitbox aber größer. Jetzt kannst du sogar mit der Kanone die Kugel Willi abwehren. Das war früher nicht der Fall. Wie lange bist du denn gestunt, ey? Viel zu lange gefühlt. Also früher war es tatsächlich nicht so, dass die Kanonen sogar dir die Kugel Willi abwehren können. Ach Mist, die wollte ich gerade. Ja, geht beide auf mich, ey, ihr Sackfalten. Schatz, ernsthaft? Oh, das hast du verdient. Hast du verdient, ey. Wie du einfach auf mich gehst, ey. Erst habe ich Rosalina rausgeschmissen. Du hast mir einfach ein Messer in den Rücken gejagt, ey. Komm ja bitte mal irgendeine Chance hin, damit Rosalina ihr Geld verliert, was zur Hälfte aus meinem besteht. Das wird eh nicht passieren, dann verlierst du ja die Sterne. Oder von mir aus nochmal Bowser-Revolution oder so, dass es wenigstens nochmal aufgeteilt Nein. wird. Versteckte Blockkarte. Lässt einen versteckten Block erscheinen. Warum? Ja, dann ist aber nicht gesichert, dass ein Stern drin ist. Also nicht, dass ich wüsste. Ich kann hier sogar. Es gibt ja sogar gar keine Kordrohre. Moment. Was habe ich gehabt? 8, ne? Nee, den gibt's keiner. Weißt du, was ich sogar mache? Ich weiß schon was, was wirst du irgendwie Kongs Goldröhre haben? Na, wenn der keine im Angebot hat, dann könnte ich mir eine. Toll. Wie sagst du, das ist nämlich, würde ich auch gerne machen, weil jetzt, man kann dies raus und das Item zwar nicht, aber wenn man gerade ein und nur ein Item hat, dann. Ich habe eigentlich gedacht, ich komme aufs blaue Dann Feld. Kann man ja auch gezielt aufs Item ja. gehen. Ja, diese 50-50-Chance, das. Was macht ihn jetzt wieder? Oder sie wollte. Warum? Oder sie wollte ihn einfach einsetzen, damit du ihn nicht bekommst. Einfach mal auf Nummer sicher das zu kann gehen, auch sein. Weil sie dir nicht gegönnt hat. Also, wenn Donkey Kong jetzt wirklich so. Ich würde es jetzt tatsächlich auch machen. Also, jetzt. Aber oder er setzt ihn noch, weil er den Stern sich nicht leisten kann, damit du ihn nicht bekommst. Aber traue ich dem Computer so viel Genialität zu? Ich weiß also nicht. Also, Rosalina würde jetzt nicht noch zugetraut. Das war, vielleicht war das gerade ihre Intention. Aber bei Donkey Kong? Na, ich weiß ja nicht. Weiß nicht. Machen sie den Computer der so schlau? Ist intelligent. Nein, er ist okay. Nicht so intelligent. Ich hätte es sogar gemacht, einfach damit ihn wen anders nicht bekommt. Ja. Einfach um den mal auszuwischen. Ganz einfach. Oh Gott sei Dank kein Item, sonst hätte er ja, so ein Item. Soll das die auch versauen? Ja, aber nee, okay.
Das wäre natürlich auch noch schlau gewesen, ungefähr noch zu gucken, dass ich noch ein Item habe. Oh, was habt ihr alle gegen mich? Bei dir dann 50-50 ist, was du von beiden bekommst. So kann man sie natürlich dann auch noch versauen. Ach. Ist das, wie was ich denke? Ja. Ja. Das gewinnst du doch sowieso meistens als Einzelspieler, wenn du dich gut anstellst. Wenn das mit Team... letzten Mal, als ich mit meiner Familie gespielt habe, mal geschafft gehabt, dass ich im Team... Oh, jetzt habe ich mich auch schon blöd angestellt. Sie wird zwar größer, aber ich wüsste jetzt nicht, dass sie jetzt irgendwie extrem schneller wird oder so. Also nicht, dass das für mich irgendwie ersichtlich wäre. Oh Gott, ich stelle mich gerade scheiße an! Was dann, Donkey Kong, machst du auch mal was, oder? Was soll der Scheiß? Also ich habe mich gerade, also ganz im Ernst, ich habe gerade zweimal habe ich mich dumm angesteckt und bin hängen geblieben. Und trotzdem habe ich noch gewonnen. Also ja, weil ich habe mit zwei Computern, wenn es noch zwei andere Spiele gewesen wäre, wäre es vielleicht noch anders ausgegangen. Ja gut, ja. Ich mit zwei Computern im Team, wie gesagt, ich wüsste doch nicht, dass die schneller wird. Die sieht für mich nicht so aus, ob die schneller wird. Größer ja, aber... Die hat sogar so als einzige. Nee, Moment, ich glaube, da stand gerade. Was geht der denn gerade um? Langweilig. Ja, fängt selber an zu gehen, ja. Mein Affe. Yay, er kann too fast. Naja, es gibt ja keinen Monostern fürs langsam Kriechen. Hätte ich, glaube ich, sicher. Die holt sich jetzt wahrscheinlich noch jetzt eine Goldrohre. Oder Rosalina, die hätte auch, glaube ich, einen Schneistern safe. Ja, die holt sich jetzt nur eine Goldrohre. Die hat ja auch die Kohle. Also Münzstern wird sie ganz sicher jetzt haben. Itemtasche. Aber nur zwei kriegst sie raus. Oh, was war das? Also damit kann sie tauschen für Spieler deiner Wahl. Den kriegst du auch irgendwie nur so, ne? Durch Item-Speer oder durch Item-Tasche? Tja, was ich glaube, ich mache es eh relativ schnurz. Also Item hast du eh nicht. Und den nächsten Stern werde ich mir wahrscheinlich holen mit der Röhre. Ich kann eh nichts machen, außer da würfeln. Das ist auch noch schlecht. Naja, du könntest noch nächste Runde dir noch eine Goldröhre vielleicht holen, ne? Also, wenn du irgendwie in Cash kommst. Ja, es ist nächste Runde, ist aber schon die letzte Runde, Pfeife. Ach, wir sind bei Runde 19. Ja, deswegen sag ich ja, ist das scheißegal jetzt, was ich mache. Es ist schon die vorletzte Runde. Vielleicht kriegst du ja im Itemspiel dann noch eine Goldröhre, wer weiß. Ja, gut, dass du es sagst. Deswegen sag ich ja, es ist ja schon die vorletzte Runde. Gut, dass du es sagst. Deswegen habe ich ja gesagt, ja, im Prinzip scheißegal, wo ich lang gehe. Ja, dass hier leider keine ist. Gut abgetimt. Wer weiß, vielleicht bringt dieser Würfel die noch irgendwie weiter. Geld für einen Stern hast du ja, so ist es ja nicht. Ja, mir nur Goldröhre lieber gewesen, irgendwie so eine zu bekommen. Hätte ich meine gekauft, ja, dann wäre es gewesen. Das ist nichts mit Cash. Ach stimmt, Rosalina ist sogar noch voll dran, ne? Warum? Die haben beide eine Goldröhre. Was bringt ihm das, einen Stern wegzuscheuchen? Ja, moin. Du hast Goldröhre, Rosalina hat eine. Ich schau mal kurz was nach, bin gleich wieder. Warum war die Wohnungstür auf? Das weiß ich auch nicht. Jetzt wissen wir, woher das Klebe kommt. Lino und ich hatten heute Tag auf eine Tür gehabt. Oh, das habe ich hier noch gar nicht dran gehabt. Premiere. Mario Party 1. Okay. Früher war Mario Party 2 war. Also früher hat Mario Party 1 kam das voll oft drin. Hier habe ich das tatsächlich noch gar nicht. In Mario Party, es gab auch Mario Party 2, gab es das Spiel ja auch. Da war aber das mit Lava. Ja. In Mario Party 1 ist das die mit Wasser. Man kann tatsächlich noch von ziemlich weit unten ziemlich hoch springen tatsächlich. Man kann sich auch noch wirklich mal gut retten. So. Was macht ihr? Ja, du Mann, ihr seid Falter! Spring ruhig auf mir weiter drauf rum.
Toll. Scheiße. Alter, fick dich, Donkey Kong. Lass die Scheiße. Die gleiche Soundanimation wie die Dawson Donkey Kong Country Series. Gleiche Sprungmechanik, Nintendo, ey. Alter. Och, Rosalina. Gib dem Yoshi. Alter. Kackaffe. Ich hätte ja gelacht gehabt, wenn der platt gemacht hätte und runtergefallen wäre. Ja, ich auch. Hallo, hör mal wieder rumzutrampeln, Mann. Was soll denn das? Also früher war das irgendwie schwieriger gefühlt. Alter, hör mal auf damit. Keine Ahnung, früher war das schwieriger. Aber das machen wir jetzt raus, das ist so ein endlos Minispiel oder was? Du mal Kackaffe. Tja, jetzt mit Janika. Oh, Rosalina! Gib dir Yoshi! Blöde Fotze, Alter. Hallo? Ich sag dir eins, wenn YouTube momentan mein Problem mit sagen tut, es kommt durch die Thumbnails, weil zu oft Beleidigungen fließen, bist du schuld! Andere beleidigen viel mehr, die haben das Problem nicht. Hust um Tendo zum Beispiel. Ich weiß nicht, ich habe schon lange nicht mehr so wirklich geschaut. Ach, sehen Sie. Jetzt aufhören rumschreien, rumfluchen. So, ich gönne mir mal. Also, bitte. Tja, ich kann mir schnell leisten, das bringt mir nichts, wenn ich an keinen rankomme. Rosalina wird ihre 100 Brauch einsetzen. Das wäre auf jeden Fall ziemlich dumm, wenn sie es nicht machen würde, ja. Die letzte Runde. Bist du nicht sogar genau davor? Ja, aber es bringt mir nichts, wenn Rosalina jetzt ihre Goldrohre einsetzt. Also sie ist so dumm und vergisst irgendwie, dass sie sie hat. Sie nutzt sie nicht. Oh, schön, doch ein böses Feld am Ende. Ich habe eh kein Geld, also von daher nehmt ruhig von mir. Ja, aber ich würde gerne nur so viel zu... Ja, toll. Dafür kann ich nicht... Ja gut, doch, ich kann das. Entschuldigung. Ey, komm, aber du musst mindestens irgendwie zwei werden, das kriegst du ja hin. Je nachdem, was rankommt. Ja, gut. Achso, das ist das! Ich dachte gerade, das wäre das andere CL-Spiel. Okay, ja, wollen wir? Chill halt. Man kann mich hier noch leise zumachen. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe mir ein paar Mal verzählt. Interessant, dass Donkey und Kong und ich genau gleich viel haben. Ja, es sind eine gerade. Ja, es ist eine gerade Zahl. Ich glaube, Rosalina hat gewonnen. Ja. Boah, wir waren ja richtig weit von. Toll. Nicht mal zweiter. War aber gut da vorbei dran. Naja, hast aber genau 20 Münzen. Glück gehabt für dich. Ja, es bringt mir aber nichts in Rosalina. Ich krieg sogar noch eine geschenkt. Goldmünze, Goldmünze. Goldrohre. Also wenn ihr jetzt wirklich so dumm ist und vergisst, dass sie die hat, dann keine Ahnung. Dann ist der Computer richtig dämlich. Als ob sie nicht einsetzt. Sag ich doch. Es wäre selbst für einen Computer maximal los, wenn sie die jetzt nicht eingesetzt hätte. Das wäre jetzt für einen Computer selten dämlich. Ja. Also, bitte. Süß. Ja, nur das Problem ist, jetzt krieg ich keinen Stern mehr. Naja, wenn meistens wenn die Pfeile und alles richtig stehen, kannst du vielleicht noch ein bisschen Dreifachwürfel was reißen. Ja, aber es kann doch arschig sein, irgendwo da oben landen, dann habe ich überhaupt keine Chance mehr, den zu bekommen. Okay, der Pfeil geht schon mal nach da. Vor Donkey Kong, der würde sich noch kriegen. Der würde ihn noch kriegen. Was bräuchte ich? Ist nur dumm, dass ich rausgerechnet da allein. 26 wird schwierig. Ich würde es aber trotzdem einfach versuchen.
Was hast du zu verlieren? Gar nichts. Nee. Das wird schon nichts mehr. Das ist jetzt mit einer 10 nichts mehr geworden. Wenn du jetzt die 6 hast, hättest du zweimal eine 10 werfen müssen. Wie komme ich denn damit? Auf ein blaues Feld, da wirst du auch auf ein blaues Feld kommen. So oder so, dann ist auf blau. Holen Sie den dicke Affe! Es geht sogar noch da lang. Schönen guten Morgen. Ich dachte, das geht anders. Nee, das ist da wirklich direkt. Ja. Ein Stern noch, wirklich die letzten Runden noch geschenkt. Du hättest rein zu. Oh, was nicht? Das ist scheißegal, wo der jetzt hinfliegt, Mann. Die letzte Runde. Warum kommt das überhaupt noch, dass den Stern versetzt? Was bringt einem das denn? Jetzt kommt nur noch ein Minispiel, dann war's das. Ja, da klaut er ja noch der eigene Stern, wenn er so weitermacht. Und zum Glück hat er keine. Stell dir mal vor, er hätte jetzt genug Münzen gehabt und hätte nochmal würfeln dürfen und hätte in der Runde noch einen Stern jetzt abgreifen können. Der wäre nämlich gerade auf dem Weg dahin. Gib den Affen! Das wäre nicht der perfekte Run dann gewesen. Lamm. Das war nochmal Lammfieber? Ach, das. Das wäre jetzt richtig per Essen, sag ich mir für dich selber. Wie schwimmt der denn? Sind nicht bescheuert? Hallo? Rosalina, komm mal näher an uns ran, bitte. Kann der Computer sich mal nicht so dämlich anstellen? Ja, wie schnell kann der denn mal tauchen? Ich dachte, wenn ich das gespielt habe, konnte ich nie so oft tauchen. Gerade so gekriegt, ey. Ich konnte eigentlich nie so immer so oft hier tauchen. Warum konnte der so oft schwimmen? Keine Ahnung. Ich mag das Minispiel aber nicht so, ehrlich gesagt. Ey, warum ist der Baum auf einmal böse im Hintergrund? Keine Ahnung. Toll, Paddy, komm ins Ergebnis. Also, als erstes haben wir den... Ach, jetzt geht es mit dem Mundsbonus sogar als erstes los. Dieser Bonus geht an... Ja, scheiße, das habe ich gleich gesagt. Weil die mir mein ganzes Geld abgeknöpft hat, hat die den jetzt safe gehabt. Ja. Das wäre das vielleicht meiner gewesen. Ja, wäre es auch gewesen. Den kriege ich 100 Pro auch nicht. Ich würde sagen, ich, ja. Das ist ja das Einzige, was ich vielleicht noch kriege, ist Ereignisstern, aber selbst das ist nicht sicher gesagt. Na gut, ich hatte jetzt nur einen Stern, das am Ende noch gewonnen gehabt, selbst hättest du den Münchner Krieg gehabt, hey, gewonnen gehabt, mit einem Stern mehr Vorsprung, aber trotzdem. Eigentlich wäre der Münchner dein gewesen gehabt, hätte Rosalina dir echt nicht das Genick gebrochen, ne? Mit diesem scheiß Minispiel, was ich noch nie hatte. Früchte sehen irgendwie lecker aus, ja, ich würde die mögen, denke ich. Das ist so easy. Ey, komm, aber eigentlich wäre es eine knappe Runde gewesen gehabt. Ja, mir hat Rosalina alles versaut. Auf dich bin ich ja noch nicht mal sauer. Auf Rosalina bin ich sauer mit ihrer Scheißaktion. Das Foto passt aber irgendwie. Das Donkey Kong sich so echt fragen tut. Ey, was bedeutet das denn? Muss ich da liegen? Ja. So, nicht ganz Sieg, aber toll gespielt. Also wirklich. Ich dachte sogar am Anfang echt, dass du es gewinnt tust. Und du hast am meisten sogar gewürfelt. Also so, da krieg ich mal einer der Fehler, die ich so gekriegt. Ja, wenn Flitz da... Ja, die meisten Münzen, die Hälfte davon war meine, du Arschloch. Ja. Das ist unfair. So, Münzen hab ich... Ja, hier, Münzen insgesamt 527. Ja, und 100, mindestens 100 davon sind meine. Ja, dann hättest du aber, glaube ich, trotzdem noch zu wenig Münzen gehabt. Ja, oder? Trotzdem ist viel davon meins. Blöde Kuh, ja, du bist aber einfach wirklich am weitesten weggelaufen. Eingesetzte Item 10. Guck mal an hier. Da hast du sogar nur mit einem Punkt mehr Ereignis gehabt. Mhm. Ja. Schön. Boah, war aber eine gute Kuh, ey. Also, bis das auf das mit Rosinieren muss ich aber sagen, war eine gute Runde. Ja, trotzdem ist es Abfuck. So, aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich will zwar noch nochmal die Minispiele zeigen. Jetzt tot. Willst du nicht mehr Credits auf? Ja, das wollte ich nämlich auch jetzt mal machen. Neue XQC-Seiten will ich auch mal zitieren. So. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo sind denn die Credits überhaupt? Ich brauche gefühlt heute Abend noch einen Drink. Es ist so pur. Ganz Abfuck einfach gewesen. Wir schauen mal eben kurz, wo noch für die Credits sind. Ich würde vielleicht vorher was essen, weil ich würde jetzt gerade auch relativ nüchtern im Magen trinken. So, Credits.
findet man die Quellen? Das ist eigentlich die berechtigte Frage. Was Musik ist. Keine Ahnung. Enzyklopädie vielleicht? Und Sternbusseite kann ich. Was denn hier die Quelle ist? Ich hab keine Ahnung. Wir würden euch hier gerne die Quelle zeigen und so unser Fazit des Spiels abgeben, aber wir finden wie keine Quellen gerade. Ja, bei Sticker werden die ja bestimmt ja nicht sein. Nee. Also wäre ich der Entwickler, hätte ich die Quelle zum. Gibt es hier eine Suchfunktion? Nein. Ja, bei Musik ist es auch nicht. Wozu? Was siehst du, man kann die irgendwie freischalten. Ja, eigentlich, wenn du Level 50 erreicht hast, scheiße, die Quelle ist frei. Frage, die ich mir stelle, ist nur, wo sind die? Vielleicht. Bei Einstellungen oder bei Kamek oder so? Guck mal, beim Kamek vielleicht. Vielleicht ist der Kamek im Wienrad. Ich hab keine Ahnung. Finde ich aber auch ein bisschen komisch, wenn ein Datenhaus hier die Quelle reinzupacken. Datenhaus. Es scheint hier etwas Neues zu geben. Willst du die vielleicht mal ansehen? Ach, hier Erfolge. Ja. Kann man die. Guck mal, können wir hier dann mal unsere Erfolge angucken. Haben wir was freigeschaltet? Nein. Was fehlt uns da denn hier noch? Ist noch gar mit dem Doppelwürfel ein Paschwürfeln. Ey, das haben wir da wirklich nicht geschafft gehabt. Schade. Ein Stern zum Heimpreis. Was? Das haben wir nicht. Das haben wir mal gekriegt gehabt. Ich hatte es vielleicht mal. Vielleicht sehen auch nur deine Sachen. Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube, dass sie insgesamt die Runde mal hatten. In einem Spiel alle Mii-Spiele gewinnen. Ey, das kannst du nur mit Computer vielleicht machen. Gegnern bei einem Abenteuer 30 Münzen klauen. Achso, okay. Gegnern bei einem Abenteuer. Achso, ich weiß nicht, was Abenteuer ist, genau. Nur gucken. Spielbretter. Achso, mindestens 200 Münzen bei einem Abenteuer erhalten. Ja, wer hätte nur die 100 Münzen, wärst du vielleicht noch dran gewesen. Gegner bei Abenteuer. Wieso immer. Also, heißt ich, bei Buchen muss man die ganze Zeit spammen oder sonst was. Also, die Erfolge sind ja auch interessant. Muss ich mal echt. Mal gucken, dass ich die immer nochmal alle erreiche. Je nachdem, wie es bei euch ankommt, das kann man ja nochmal überlegen, ob wir nochmal eine Runde immer mal machen, aber mal schauen. 15 Mal die Kumpa-Bank benutzen. In eine Runde? Oder wie darf ich das verstehen? Ich denke mal in einer Party, schätze ich mal, ja. Das will ich, ja, hier steht ja Spielbretter. Das würde ich aber scheiße finden, eine Party. Ey, guck mal, eine Partybretter hier, was ist das? 15 Mal auf Versus. Hä, wie kannst du denn 15 Mal auf Versus-Feld landen? Das gibt doch nochmal zwei, die verschwinden doch auch. Und vielleicht insgesamt. Ja, dann insgesamt. Und online? Habe ich noch gar nichts. Super. Naja, haben wir wenigstens ein paar Erfolge. Wir schauen mal, wie wir es machen. Vielleicht machen Lien und ich irgendwann nochmal so einfach unsere Runde. Ich glaube, von den Gesamtsiege her habe ich jetzt gewonnen. Ich hatte die meisten gehabt. Ich hatte die meisten gehabt. Also, gutes Spiel. Ja. Super Mario Party hast du gerockt. Das habe ich hier mehr gerockt. So, und jetzt gucken wir uns mal kurz die Credits an. Das haben wir auch fast nicht gehabt. Das war ein schönes Spiel. Ja. Ach, das schauen wir nochmal schon. Der Mario Party 1, wie das alles anfing. Aber er hatte ich noch nicht gespielt gehabt. Das Schöne ist auch mit der Grafik noch von damals. Ist. Ja, bei mir war Mario Party 2. Früher sah das so krakelig aus, wenn du das Spiel gemacht hast. Krass. Man sieht aber auch, so viele Spiele haben die von Mario Party 2 übernommen gehabt. Ich habe gerade gesehen, dass Mario Party 1 der Shy Guy sogar noch eine Kapitänsjacke hat. Also der hatte früher den anderen Zweck gehabt. Wir haben bei Mario Party 2 hier Kugel. Aber gab es dieses Kugelspiel nicht auch bei Mario Party 1? Ich weiß gar nicht, dass du eigentlich auch Kostüme hast. Ja, das war nämlich super Mario Party 2. Es wurden zwar viele Minispiele recycelt aus Mario Party 1, aber das mit den Kostümen war wirklich schon Liebe. Da hatte ich auf jedem Brett unterschiedliche Kostüme gehabt. Hier Western Mario, Space Luigi, Yoshi als Pirat war vorhin zu sehen. Ja, das war so cool. Aber auch schon, damit bin ich ja eingestiegen in Mario Party. Mit Mario Party 2, das war mein erstes. Das hätte ich auch machen können, es gab nur zwei Bretter. Da oben sehen wir noch Western Mario. Ich glaube, nur auf dem Bowser. Ich glaube, nur im Bowserland gab es kein Kostüm. Glaube. Mario Party 3, muss ich leider gestehen, habe ich nie gespielt. Ich weiß ab. Das habe ich gespielt. Ich hatte es nie gehabt, deswegen kenne ich es absolut nicht. Deswegen war auch Woody Woods für mich komplett neu, aber ich mag's. Auch wenn ich manchmal sagen muss, manche Mii-Spiele von Mario Party 3, scheiße, das mit der Hoppelbahn da oder hier dieses Münz-Mii-Spiel, was wir vorhin hatten, die finde ich absolut scheiße, Mario Party 3. Muss man ja sagen. Hier dieses Rollspiel da, das haben wir auch noch nie gehabt mit Felsen runterkommen. Also ich habe das tatsächlich ein paar Mal gemacht, wenn ich privat gespielt habe. Ich hab's noch nie gehabt. Und wenn ich es privat gespielt habe, dann hatte ich das. Die anderen. Weil jetzt mein Lieblingsspiel Mario Party 3 war bei Spamming geworden. Ja, da habe ich ja gemerkt gehabt, wie wir es letztens, weil es mit Jungs, glaube ich, gespielt hatten. Oder nee, mit wem anders hast du mit. Wer war es noch? Nee, ich hatte, glaube ich, mit jemandem. Irgendjemand hat es mit gespielt gehabt, da hätten wir keine Chance gehabt.
Nee, mit Felix hast du, glaube ich, zusammen gemacht gehabt. Ja, zusammen. Das kann auch sein. Und Jörg Stank und ich hatten keine Chance gehabt. Eins von beiden. Mario Party 4 war mein erstes Mario Party auf dem Gamecube und ich hab's geliebt. Ja, Mario Party 4. Bowser hier mit seinem geilen Thron dann noch. Und hier das Beach Volleyball. Ja. Das war scheiße, aber wow. Mario Party 5. Es waren ja sehr viele Mario Party 4 Minispiele. Mario Party 5 hat auch schon. Mario Party 5 hat einen ganz eigenen Soundtrack, muss man sagen. Auch Gummispiel. Aber wie findest du denn eigentlich, wenn man fragt, was sagst du, was ist dein Endmeinung dazu? Also mir... Es hätten mehr Minispiele aus Mario Party 4 sein können, wenn ich ehrlich bin. Ich muss auch gestehen, ein bisschen mehr Minispiele wäre es gewesen. Mario Party 6 ist mein Lieblings-Mario Party. Gefolgt von 2. Ich finde persönlich, es hätte noch ein bisschen mehr Minispiel sein können und auf jeden das Fall noch ein... Noch auf den Sack. Und auf jeden Fall ein Brett noch, was du freischalten tust. Du hast meistens früher, wenn du alle Bretter einmal durch hattest, so auch gewonnen hast... Hast du meistens ein Bowser-Brett freigeschaltet gehabt? Warum es das hier nicht gibt, finde ich ziemlich enttäuschend. Ich hätte gern ein Bowser-Brett. Ja. In jedem Mario Party wäre es so, wenn du den Story-Modus beendet hast oder du alle auf einem Brett wirklich überall einmal gewonnen hast, hast du die Dings freigeschaltet gehabt. Das Bowser-Brett. Deswegen finde ich ein bisschen schade, dass sie das diesmal hier nicht gemacht haben. Ach ja, Mario Party 8, auch ein gutes noch und dann ging's gab's los. Gab's ja echt nur drei, vier Minispiele Mario Party, das ist ein bisschen lahm. Ja, und dann geht's los, daran hat ja NDQ, glaube ich, gearbeitet. Mario Party 9 war schon nicht mehr vom Originalmacher. Also von den letzten haben sie aber auch wirklich kaum Minispiele benutzt. Mario Party 10. Ja. Das sind meistens so wirklich aus 1 bis 3. Ja. Ich musste gerade erstmal Luigi suchen, weil ich sie absolut nicht gefunden habe. Weil Luigi einfach sich da im Fokus drängt, ey. Langsam kann ich aber auch was zu essen. Jo. Na gut, mein Lieben. Es wird erstmal leider, ich denke mal, wie gesagt, die und ich, wir müssen mal schauen, was wir machen. Aber erstmal würden wir sagen, wir machen noch einen Bonus-Part mit dem Minispiel. Da gibt es ja auch nochmal so, ich glaube, so Tunnel und so Ereignis. Joa. Die können wir nochmal machen. Aber vorher ist sonst erstmal das Projekt beendet. Wir machen noch die Minispiel-Modi als Bonus und dann haben wir es auch bald dann durch. Aber wenn ihr mit uns gegen uns antreten wollt, gegen Lino und mich, dann ja, abonniert den Kanal, kommt auf unser Discord-Server oder besser noch, kommt auf Twitch, abonniert mich da oder follow mich da, besser gesagt, da genannt gehabt. Und da habt ihr sowas von den Link von Discord gleich und wir machen da bestimmt einmal die Woche oder so, habe ich eh mal vor, da Mario Party mal zu machen. Also, da können wir auf jeden Fall zocken, weil ich zocke gern mit euch Mario Party. Ich bin momentan voll im Mario Party Rausch und das macht mir einfach Spaß. Und Line macht dann auch bestimmt mal gern mit. Klar. Ne? Vielleicht nicht jedes Mal, aber Line, wenn ihr unbedingt mal mit Line spielen wollt und euch das wünscht, dann machen wir es natürlich auch. Ne? Klar. Vielleicht nicht unbedingt, wenn es irgendwelche, keine Ahnung, wo diese Wurzel ist oder so, da ist Line vielleicht nicht so Feuer und Flamme, aber sonst, ja. Na gut, meine Lieben, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.